Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Infrastruktur, vor allen Dingen aber Infrastruktur in Zusammenhang mit Geldanlagegelegenheiten. Deswegen ein echter Experte zu Gast bei uns Andreas Ogger, Geschäftsführer der Wohlstandsbildner. Herr Ogger, schön, dass Sie da sind. Hallo. Herr Ogger, das Thema Infrastruktur kommt, glaube ich, den meisten Deutschen, wenn sie an das Thema Geldanlage denken, nicht sofort in den Sinn. Woran liegt das? Ich glaube, weil viele Kleinanleger einfach nicht wissen, dass ihnen Infrastrukturprojekte jetzt mittlerweile auch zugänglich sind, nämlich über Fondskonstruktionen. Es hat sich noch nicht ausreichend herumgesprochen. Es ist einfach noch nicht im Fokus, weil andere Geldanlagen, andere Geldprodukte beworben werden von den Medien oder auch vom Staat entsprechend gefördert werden. Was mich an dem Thema einfach begeistert, ist das Thema Sicherheit. Ja, weil diese Projekte sind so groß, dass sie von sehr vielen Finanzpartnern gestemmt werden müssen. Und das ist auch eine besondere Form der Streuung, wenn sich die Verantwortung auf viele Schultern verteilt. Und der Erfolg von Infrastruktur ist schlichtweg alternativlos und die Rendite leidet auch nicht gerade drunter. Sie haben es ja gerade angedeutet. Ich glaube, die Sicherheit ist für viele Anleger, insbesondere in Deutschland, sehr wichtig. Wir sind ja verwöhnt durch feste Zinsen und ähnliche Dinge. Auch wenn sie im Moment nicht so sehr groß sind oder aktuell die Nullzinsfalle auf uns wartet. Warum halten Sie denn solche Infrastrukturprojekte für sicher? Also Infrastruktur ist etwas, was unsere Gesellschaft so ausmacht, so tief definiert von wer wir sind und wer wir sein möchten und wie wir dahin kommen. Das prägt so sehr unser Bild der Welt, dass wir uns ein Leben ohne Infrastruktur gar nicht vorstellen können. Und die Sicherheit leite ich einfach aus dieser Wichtigkeit ab. Man merkt immer nur dann, wie wichtig Infrastruktur ist, wenn sie mal nicht funktioniert. Allein mal 100 Meter Autobahn hält Zehntausende, also bei meiner Autobahn, bei der A8, bei Stuttgart, wirklich Zehntausende auf. Und da merkt man dann doch, wie prägend das ist. Oder noch viel gewichtiger, wenn Banken gerettet werden im Rahmen einer Finanzkrise, dann ist es unvorstellbar, dass das Stromnetz sofort wieder repariert wird, egal was es kostet, oder das Trinkwassernetz zum Beispiel. Das ist Infrastruktur. Und aus dieser Wichtigkeit heraus kann man sagen, Totalverlust ist ausgeschlossen. Okay, und was stellen wir uns denn in Bezug auf Infrastruktur noch vor? Es hat sich sehr bewährt, Infrastruktur so in drei Kernbereiche hineinzupacken. Da ist einmal die soziale Infrastruktur, das ist alles, was Versorgung angeht, Medizin, aber auch Bildung und Kultur, allein mal für sich ein riesiger Bereich. Dann haben wir die ökonomische Infrastruktur, die sich aufteilt in Mobilität und Kommunikation. Also Mobilität ist alles Fährverbindungen, Eisenbahn, Brücken, Tunnel, Autobahnen. All dieses, dann Kommunikation wird immer wichtiger, GPS, also Satellitennavigation, aber natürlich auch alles, was mit Handys und dergleichen zu tun hat, Telefon. Ja, und dann haben wir noch den riesigen Bereich der Energie und da spreche ich jetzt von Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Kühlung ist mittlerweile auch ein großes Thema aufgrund der großen Rechenzentren. Das ist Infrastruktur, die wir immer aufrechterhalten müssen, damit wir funktionieren, wie wir als Gesellschaft eben jetzt funktionieren. Aber ist nicht die Schaffung und die Aufrechterhaltung von Infrastruktur die Aufgabe des Staates? Und deswegen stellt sich die Frage, wie und warum kommen jetzt da plötzlich Privatinvestoren ins Spiel? Ja, das Problem an der Infrastruktur ist, sie ist so breitflächig und so gewichtig, dass sie auch sehr teuer ist. Und jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten. Ich finde beide nicht besonders toll. Einmal, man privatisiert von vornherein eine Infrastruktur, einen Bereich, zum Beispiel Autobahn haben wir das schon erlebt, oder Strom oder Wasser. In Baden-Württemberg war mal in der Diskussion. Oder die Infrastrukturnetze, die wir haben, die werden ständig geflickschustert. Die OECD hat ausgerechnet, dass wir bis zum Jahr 2030 einen Bedarf haben von 65 Billionen Dollar, um überhaupt die Infrastruktur, wie wir sie jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Das sind also 5.000 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das ist auch die Chance für Großanleger, die wissen dann mit ihren großen Geldmengen wohin, aber entsprechend auch die Chance für Kleinanleger, die sich daran beteiligen können. Aber ist nicht die Privatisierung von Infrastruktur auch sehr bedenklich, wenn denn Investoren, ob das jetzt die Großen sind oder von mir aus die Summe der Kleinanleger, dann Gewinn machen wollen, was ist der Sinn einer Geldanlage, dann zahlt doch am Ende der Bürger die Zeche. Das ist richtig.
Da stehe ich auch voll dahinter und deswegen, ich bin überhaupt kein Freund davon, von diesen Privatisierungstendenzen. Ich möchte gern, dass öffentliche Strukturen in der öffentlichen Hand bleiben, aber ich stehe mehr für die Art Investorenschaft, die zwischenfinanziert. Und das hat Vorteile für alle Beteiligten. Erstens steht schnell Geld zur Verfügung, manchmal innerhalb von 3 Wochen, große Geldmengen. Für das jeweilige Projekt gibt es keinen Zinsdruck, den die Bank ja sonst immer ausübt. Und als Investor bringe ich natürlich immer auch eine gewisse Expertise mit, ein gewisses Netzwerk, denn ich bin ja mitverantwortlich dafür, wenn ich Anteile an diesem Projekt bekomme, dass es auch funktioniert. Und entsprechend reibungsloser geht dann so ein Projekt auch über die Bühne. Und daran haben ja alle ein Interesse. Und wie kann sich jetzt der Kleinanleger, der 10.000 oder 20.000 Euro anlegen will, an solchen großen Projekten beteiligen? Über Kapitalgemeinschaften, ich sage nicht Kapitalgesellschaften, das hat also nichts damit zu tun mit GmbH oder AGs, Gemeinschaften, dass man sich eben zusammentut mit sehr vielen anderen Kleinanlegern. Und wenn die ihr Geld zusammenwerfen, dann kommen auch 100 Millionen bei raus, wo man entsprechend schön streuen kann. Beispiele jetzt aus meinem Portfolio sind Parkhauskonsortien, ganz aktuell in China, oder Tankstellen, Autobahnnetze, sei es in Amerika oder Brasilien, Studentenwohnheime mit 400 Einheiten in Großbritannien, der Aufbau ganzer Wohnviertel, Olympiazentren, die aber langfristig genutzt werden. Das sind so gewichtige Dinge, an denen mittlerweile sich auch Kleinanleger beteiligen können. Sehr, sehr, sehr spannend. Aber jetzt haben Sie ja offensichtlich eine ganze Menge Erfahrung damit. Haben Sie denn schon mal Verluste erlitten mit solchen Anlagen? Also ich habe gar kein Problem, über Verluste zu sprechen, weil ich finde, die gehören zu einem lebendigen Investorenleben dazu. Aber tatsächlich, und es fällt mir fast schwer zu sagen, in den letzten 12 Jahren habe ich im Bereich Infrastruktur noch keinerlei Verluste hinnehmen müssen. Es fällt mir deswegen schwer, weil ich würde gerne ein Beispiel zeigen können, wo Verluste erwirtschaftet wurden. Einfach um zu zeigen, dass dem gesamten Geld damit gar nichts passieren kann. Und das ist natürlich dann der Faktor Streuung. Okay. Und wie sind die Renditeaussichten? Ganz konkrete Aussage. Also da gehen also die institutionellen Anleger genauso wie ich. Wir gehen da schon von 6-7% Nettorendite aus. Da muss man ja fast vorsichtig sein mittlerweile. Aber eben, wir befinden uns nicht in der Zinswelt, sondern in der Gewinnwelt, wo wirklich Werte erschaffen werden. Und das bei einer überschaubaren Laufzeit von 12 bis maximal 15, 16 Jahren. Und es gibt sehr, sehr smarte Konstruktionen mittlerweile im Bereich Infrastruktur, die Vorabausschüttungen ermöglichen. Schon ab dem zweiten, dritten Jahr des Investments bis zu 5% pro Jahr. Einfach so vorab, wenngleich dann der eigentliche Gewinn noch hinten rauskommt. Das ist dann schon sehr spannend fürs jeweilige Portfolio. Und meiner Meinung nach gehört das auch in jedes Portfolio. Und wenn ich mein eigenes Portfolio jetzt erweitern möchte durch diese Infrastruktursachen, wie komme ich denn an solche Fonds ran? Es gibt nicht so viele Fonds, ich schätze etwa 80 bis maximal 120, 140 weltweit. Genauer angeschaut habe ich mir davon 20 und so richtig für gut befunden etwa 6 bis 8. Das muss aber jeder mit seinem eigenen Risikoprofil dann abgleichen. Aber da gibt es ganz wunderbare Möglichkeiten. Das Internet ist da schon ein ganz guter Ratgeber. Jetzt haben Sie diese 6 bis 8, die wirklich gut sind, angesprochen von insgesamt 120. Das ist ja ein Riesendschungel für den Laien kaum zu durchschauen. Was würden Sie denn empfehlen, wo sollen sich Laien, die sich für das Thema interessieren, sagen, das passt in mein Portfolio, oder wo sollen sie sich konkret informieren? Das ist hier in Deutschland einfach. Da muss sich geradezu der Anleger direkt an einen Experten wenden, weil er kann solche Fonds gar nicht zeichnen, ohne einen Vermittler zwischengeschaltet zu haben, der dafür haftet, der die genaue Aufklärung leistet. Und entsprechende Experten gibt es, zum Beispiel die Wohlstandsbildner. Und da kann ich nur jeden einladen, über die Plattform der Wohlstandsbildner sich zu erkundigen und gerne auch Kontakt aufzunehmen, um diesen wirklich unverzichtbaren Aspekt in seinem Portfolio zu berücksichtigen. Spannendes Thema, Geldanlage in Infrastruktur mit guten Renditeaussichten und durchaus auch bei akzeptabler, vernünftiger Sicherheit. Herzlichen Dank für die Information, Herr Ogger. Bis zum Sehr nächsten gerne. Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.